Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt's ein leckeres osterliches Rezept und das mache ich nicht alleine. Ich habe mir gedacht, wenn der Murat mit dem Günni backen kann, kann ich auch mit meiner Freundin backen. Komm herein. Hallo. Die Iris ist da. Hallo. Hast du schon Tut dabei? So kann ich nicht arbeiten. Ich brauche Farbe. Ja, ich sehe es. Okay, es kann sich noch um wenige Minuten handeln. Kann ich dir was helfen? So. So, ich bin bereit. Was backen wir heute eigentlich? Brötchen. Wir backen Brötchen. Osterbrötchen? Aus dem Tontopf. Und dann machen wir noch Butter dazu, Bärlauchbutter, wenn der Murat Bärlauch bekommt. Und dann gibt es noch so kleine Frischkäsebällchen, die sehen aus wie kleine Küken. Bist du vorbereitet? Ja, ich bin vorbereitet. Es kann losgehen. Nicht so. Du hast einen kleinen Kieferfehl. Ich meine, ja. Bei dir sieht's gut. Ja. Also wir haben uns gedacht, wir machen halt Brötchen aus dem Tontopf. Mein Make-up verschmiert. Und kleine Frischkäseküken. Ja. Und die kann man dann schön aufs Brot schmieren. Ja. Und Bärlauchbutter, weil gerade Bärlauchzeit ist. Und du kennst ja das Rezept von meinem magischen Baguette. Ja. Das ist mein Lieblingsrezept übrigens. Ja, meins auch. Ich liebe das. Vor allem sonntags mache ich immer gern magisches Baguette. Geht super schnell. Den Teig muss man nicht kneten, sondern einfach nur mit dem Löffel verrühren. Ja. Und daraus machen wir jetzt heute die Brötchen. Ja. Und die Tontöpfe, die habe ich bereits gekauft im Baumarkt. Und Ton ist ja ein ganz natürliches Produkt. Die kann nicht mehr. Können wir die rausnehmen? Nee. Die stehen dir, Sally. Dir auch? Ja. Sieht wie echt aus. Ja. Ja. Und die Tontöpfe habe ich schon gekauft. Die können wir einfach warm ausspülen. Ich sage euch mal kurz die Zutaten für den Hefeteig. Hast du ein Möhrchen? Mhm. Ich würde gerne Möhrchen essen jetzt. Für den Hefeteig nehmen wir 5 Gramm Trockenhefe oder 10 Gramm frische Hefe, einen Teelöffel Zucker, 300 Milliliter warmes Wasser, 380 Gramm Mehl, da haben wir ein Dinkelmehl, 630er, 1,5 Teelöffel Salz, etwas Pfeffer und einen Teelöffel Kurkuma. Ich kann dich so nett ernst nehmen. Warum? Was ist? Habe ich was zwischen die Zähne oder was? Okay. Ich? Nee. Nee. Nur ein bisschen Lippenstift ohne. Lippen. Also gut, dass wir ein einfaches Rezept ausgesucht haben. Wir nehmen jetzt Trockenhefe, weil der Murat hat vergessen, frische Hefe zu kaufen. Und bei Trockenhefe nimmt man einfach immer die Hälfte. Das heißt, bei einem Würfel Hefe, der ist ja 42 Gramm, nehme ich 20 Gramm Trockenhefe, sind 2 Päckchen. Und jetzt nehme ich 10 Gramm frische Hefe oder 5 Gramm Trockenhefe. Ich nehme nie Trockenhefe. Das ist aber gut, wenn man die daheim hat, weil manchmal hast du keine frische Hefe. Oder ich friere einfach meine Hefe ein. Dann Zucker rein, Wasser, noch Schneebesen. Kurz verrühren. Und das Dinkelmehl hast du mir mitgebracht. Ja. Aus der Mühle, Urdinkelmehl. Was ist da der Unterschied? Urdinkel ist kein gekreuzter Weizen. Also ein richtig original Dinkel. Bisschen Pfeffer. Und Salz. Mhm. Und dann nehmen wir mal noch Kurkuma, dann bekommt es eine schöne Farbe. Und rühren. Darf ich rühren? Ja. Ich mache das immer mit dem Mixer. Echt? Ja. Dinkelmehl und Weizenmehl. Also Dinkelmehl braucht immer ein bisschen mehr Flüssigkeit als Weizen. Warte, jetzt nehmen wir eh nur am Anfang der Schneebesen und danach dann den Backlöffel. Jetzt mache ich immer die Hasenzähne rausnehmen, weil das uns wieder alle ernst nehmen. Ich bräuchte Möhrchen. Möhrchen? Mhm. Ich habe Hunger. Okay. Und danke. Magst du auch Möhrchen? Mhm. Später.
kurz ernst erkläre. Ich muss jetzt wieder seriös wirken, Iris. Das geht so nicht. Jetzt du ruhig dein Möhrchen. Mit also Schlucken. Ja. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser dazugegeben, denn Weizenmehl braucht immer weniger Flüssigkeit und Dinkelmehl braucht einfach ein bisschen mehr Flüssigkeit. Und der Teig ist perfekt, wenn er so aussieht. So halb flüssig ist er ja so ein bisschen, also weicher als normaler Hefeteig. Einfach mit dem Teiglöffel verrühren oder wie die Iris den Mixer nehme. Und das war's schon, also kein Kneten. Mm-mm. Also, so sieht er jetzt super aus und die Farbe ist echt richtig, richtig schön. Und jetzt lassen wir den Hefeteig einfach stehen für 2 Stunden abgedeckt. Dann bildet er richtig schöne Blubberbläschen. Und so entsteht auch immer das magische Baguette. Aber wie gesagt, magische Brötchen, genau. Warte, ich habe hier einen Deckel. Okay, hier nicht. Dann hier. Einfach das hier. So. Und in der Zwischenzeit können wir ja schon mal die Frischkäsebällchen machen und Murat losschicken für die Bärlauchbutter. Ja, Bärlauch. Für die Frischkäseküken verwenden wir Frischkäse in Doppelrahmstufe, geschälte Mandeln, etwas Kurkuma und später für den Schnabel und für die Füße eine Karotte. Also gemacht haben wir es noch nicht, aber wir haben es uns schon mal so ausgemalt im Kopf. Ich denke, es klappt auch ganz gut. Wir nehmen jetzt die Mandeln und da haben wir jetzt halt die geschälten genommen, dass wir eben eine schöne helle Farbe haben. Kurkuma, Curry würde auch gehen, aber Curry ist ein bisschen dunkler und natürlich geschmacksintensiver. Wenn man es mag, kann man es gerne nehmen. Kurkuma ist auch so, eine ganz tolle Heilpflanze. Ja, einfach so ziehe. So, ich bin gespannt. Tada! Schön, das reicht, ne? Ich liebe Kurkuma. Oh, guckt euch mal die Farbe an. Die Farbe und der Duft, Wahnsinn. So schön. Schön. So, jetzt probieren wir das mal. Ich nehme jetzt einen Eisportionierer, dann haben wir immer die gleiche Größe. Okay, ich weiß nicht, ob wir es jetzt in der Handform oder direkt reinschmeißen. Ich würde es direkt reinschmeißen, genau. So. Und dann vielleicht, ne? Genau, ein bisschen so drin wälzen. Und dann am besten eine Kugel, wenn es klappt. Ja. Klappt. Klappt. Komm, das machen wir jetzt. Tada. Und dann habt ihr wirklich schön fürs Osterbuffet oder auch mal so fürs Frühlingsbuffet einfach schöne Küken. So. Und wenn man die dann kalt stellt, dann werden die ja nochmal fester, dann wieder, ne? Schön fest. Ach, schön. Eisportionierer ist bei mir so, ich portioniere alles außer Eis. Ich habe tatsächlich keinen. Und ja, und jedes Mal, wenn ich ihn brauche, denke ich dran. Ja. Das könnte man im Prinzip ja auch noch mit anderen Farben machen. Mhm. Frösche zum Beispiel mit irgendwas Grünem drin. Mhm. Oder Rot, Paprikapulver. Ja. Und ich finde, für Ostern dekorieren, das ist nicht mal was, was jetzt nur mit Ostern zu tun hat, sondern einfach Frühlingsgefühle. Genau. Frühlingsgefühle wecken. So, Dille. Guck mal, Iris, ich muss ganz kurz an die Schublade. Denn ich glaube, ich mache das jetzt so, ich hobel jetzt dünne Karottenscheiben, wirklich dünn. Und dann schneide ich daraus kleine Dreiecke und dann wird das der Schnabel. Ja, ich glaube, das wird gut. Also ich schneide jetzt hier vorne erstmal ein Dreieck. So eine Raute schneiden. Und dann hier vorne ansetzen. Oh. Wir können ja 2 machen, hat er wirklich so den Schnabel geöffnet. Ja, das machen wir. Ich habe Bärlauch gebracht. Ach, ihr seid schon da? Ja, danke. Danke, Günni. Ich habe das im Wald gepflückt. Wo? Im Wald oder beim Globus?
Eine Gemüseabteilung. Im Wald lügst doch schon wieder. Oh, nein. Aber im Wald kann man das auch pflücken. Ja, jetzt ist ja gerade Bärlauchsaison. Ja, muss man halt aufpassen. Das riecht man. Ja? Ja. Woher weißt du, dass man mal im Wald... gestern im Wald walken war und das riecht man. Das ist schon gelogen. Wann gehst du mal in den Wald walken? Immer sonntags. Ja. Ja. Jeden Sonntag. Oh, ja. Man muss nur aufpassen. Meinst du schon auch so Ende wie du? Ach so. So. Ich habe am Samstag zu den Kindern gesagt, guck mal, der Murat hat Babys im Bauch. Das sind zwei. So. Können wir das rausschneiden? Ich meine, nein, das bleibt drin. Da muss man aufpassen. Ja, ja, aber beim Bärlauchpflücken muss man aufpassen, denn... Maiglöckchen sehen genauso aus. Maiglöckchen, genau, die sind giftig. Können wir dann ein paar Maiglöckchen setzen? Woran erkennt man das dann, ob es Bärlauch ist? Wenn da eine Blume drin ist, dann ist kein Bärlauch. Ja, und wenn aber auch keine Bärlauch Blume drin ist, kannst du nicht... Bärlauch ist genau. Bärlauch dran riechen. Nicht. Aber sie sehen gleich aus. Die sehen gleich aus. Was hast denn du für Schulbildung? Aha, ich habe die Schule gebaut, wo du gelernt hast. Ihr könnt ja noch ein bisschen Maiglöckchen, nicht Maiglöckchen, Bärlauchpflücke gehen. Ja. Danke, Günni. Danke. Danke, Murat. Danke. Ich liebe Bärlauch. Und vor allem hat Bärlauch den Vorteil, es schmeckt wie Knoblauch, riecht aber nicht. Also ja, man riecht danach nicht. Ja. Ihr könnt weitermachen. Ja. Wir machen hier weiter. Tschüss, wir gehen in die Garage. Danke. Ich mache ihn schön Aua. Also wirklich ganz wichtig, beim Bärlauchpflücken immer dran riechen. Maiglöckchen sind nämlich sehr, sehr giftig. So, guck mal, unsere Küken, die sehen echt süß aus. Und wir haben jetzt hier so kleine Pfefferkörner gefunden. Und die gibt es jetzt als Augen. Wir gucken halt immer, dass sie gleich groß sind, die beiden. Sonst sieht es aus, als würde es schielen. Ich versuche mich mal an die Füßchen. Ja, versuch dich mal an die Füßchen. Komm, schnitz mal ein bisschen die Füßchen. Und wir machen hier die Augen rein. Oh, wird die süß. Ich meine, sowas macht man nicht jeden Tag, aber ich finde fürs Brunch mit der Familie ist schon besonders. Ja, auf meinst jeden so? Fall. Ich habe jetzt das so mal probiert. So zwei direkt nebeneinander, ne? Ja. Ja. Ach Gott, schön. Dein bisschen schöner. Du musst halt so machen, dass es aussieht wie zwei. Du musst praktisch in der Mitte zuerst den Strich, dann ein bisschen was aus der Mitte weg und dann halt das andere nur noch halbieren. Dann sieht es aus wie zwei Füße nebeneinander. Das sieht aus wie ein Paarhufer. Ja, Küken sind Paarhufer. So, ne? Guck mal. Ist doch süß, oder? Süß. Der hat halt einen Stummelfuß. Dann setzen wir das so drunter. Weil wenn man zwei einzelne Füße macht, dann, weißt, dann verlierst du gleich. Und ein ganzes ist schon gut, ne? Also hier ein ganzes schneiden. Dann hier unten halbieren, dass es aussieht wie zwei. So ein bisschen was aus der Mitte weg, dann steht es auseinander. Und dann hier die zwei Füßler rein. Ich weiß, es ist biologisch gesehen falsch, aber es sieht süß aus. Guck mal. Machst du noch die Augen oder machst du noch Füße? Mhm. Drei Stück bräuchten wir noch. Für die Bärlauchbutter verwenden wir 250 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Bärlauch. Hier habe ich ein Gewürz zusammengemischt aus Salz, Pfeffer und Knoblauchgranulat und ein bisschen Zitronenabrieb. So, machen wir die Stängel weg? Ja. Ja, ne? Bärlauchpesto habe ich übrigens schon auf meinem Kanal. Bärlauchpesto ist auch richtig lecker. Und Bärlauch gibt es ja leider nur zur bestimmten Saison, jetzt gerade. Daher müssen wir jetzt die Saison ausnutzen. Aber die Butter, wir machen jetzt eine große Menge, also eine relativ große. Und die könnt ihr dann einfach einfrieren in kleinen Gläschen. Und man schmeckt dann wirklich auch keinen Unterschied. Also wirklich perfekt. Und dann habt ihr immer was da an Bärlauchbutter. Bisschen Zitronenabrieb. Nur so eine Prise, gell? Mehr brauchen wir nicht. Oder so ein bisschen, so ein Hauch von. Ja. Macht das Ganze ein bisschen frischer. Ein bisschen frischer, sagt sie. Mm. Oh, die Bärlauchbutter. Also ich brauche nichts mehr als dieses Brot und Bärlauchbutter. Das reicht mir zum Frühstück. So, dann nehme ich das Gewürz. Selbst zusammengemischt. Und das ist auch echt toll. Vor allem, wenn man Knoblauchgranulat nimmt. Dann riecht man auch nicht so nach Knoblauch. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Also, ich nehme jetzt deinen toll gezupften und klein geschnittenen Bärlauch. Der ist echt wunderschön. Sehr dekorativ. Kommt hier alles rein und wird dann mit dem Stabmixer schön zerkleinert.
So, ich nehme jetzt einmal einen Spritzbeutel. Und zwar habe ich hier vorne so eine Sternhülle. Und damit können wir jetzt so kleine Häufchen spritzen. Also so. Du weißt, was ich meine. Ich weiß, was du meinst. Und dann können wir aber auch noch kleine Gläschen füllen und einfrieren. Magst du? Man kann halt beides super vorbereiten. Und ich nehme jetzt hier einfach so eine Dauerbackfolie auf ein kleines Backblech, weil das passt einfach gut in meinen Gefrierschrank. Also normalerweise, wenn ich die Butter mache, gell? Du auch. Gleich vierfach, fünffache Menge. Und eingefrieren. Sofort einfrieren. Wenn man sich schon einmal die Arbeit macht. Dann kann man auch direkt so einen großen Mixer nehmen und schön alles fein pürieren. Weil das gibt es halt nicht so oft, ne? Ja, also das Ganze ja nur wie lange? 4 Wochen oder so vielleicht im Jahr? Nicht so lange, ja. Nee. Manche sagen, beim Einfrieren verliert sich der Geschmack, aber ich meine, was will man sonst machen? Entweder hat man es eingefroren oder halt gar nicht. Nee. So, perfekt. Und ich glaube, zu den Küken passt ganz gut dieses kleine Häufchen dann nebendran. Dann ist das Häufchen vom Küken. Nein, das sieht aus wie so ein bisschen Gras. Guck mal. Aber dann füllen wir jetzt noch ein paar Gläschen. Ne? So kleine Gläschen, die könnt ihr natürlich auch ganz schön verschenken. Ja. Gell? Schon ein schönes Mitbringsel. Magst du? Und zum Grillen schmeckt die Butter auch gut. Zum Fleisch. Die schmeckt immer gut. Die schmeckt zu allem. Wirklich zu allem gut. Ach Gott, ist das schön. Und wenn man möchte, könnte man die Butter übrigens auch noch mit dem Schneebesen aufschlagen. Dann wird sie richtig schön locker. So eine luftig lockere. Kann doch fast löffeln. Aber es ist immer noch Butter. So, das frieren wir jetzt kurz ein. Und sobald die 2 Stunden vorbei sind, können wir die Brötchen fertig machen. Genau. Yay. Wollen wir das hier reinfüllen? Ja. Magst du das? Finde ich süß. So sieht der Teig jetzt aus. Ihr seht, richtig schön aufgegangen. Schön viele Blubberbläschen. Und wir haben jetzt hier diese Tontöpfe. Die haben wir jetzt einfach aus dem Baumarkt geholt. Ton ist ja wirklich ein ganz natürliches Material. Man hat ja auch immer im Röbertopf gebacken. Es war auch ein Tontopf. Die haben wir jetzt schon ausgewaschen und wieder trocknen lassen. Und die Iris hat die jetzt gerade mit Backtrennspray gefettet. Und hier haben wir dann einfach aus Backpapier kleine Kreise zugeschnitten. Dafür einfach den Tontopf aufs Backpapier gelegt, mit einem Stift entlang gezeichnet und ausgeschnitten. Also ganz genau muss es nicht sein. Da geht es jetzt im Prinzip nur darum, dass dieses Loch in der Mitte nämlich gestopft wird. So, das heißt, du hast mir die ja schon vorbereitet. Jawohl. Also einmal gefettet, dann kommt das Papier rein, schön glatt. Und dann wird es nochmal gefettet, damit einfach wirklich alles komplett, genau, alles voll ist. Jetzt gebe ich ein bisschen Mehl noch rein und fülle jetzt den Teig mit einem Löffel hinein. Ich fülle die jetzt so etwa bis 2 cm unter den Rand, denn der Teig geht echt noch gut auf. So sehen sie jetzt aus. Echt schön, gell? Ja. Jetzt schon schön. Ich bin gespannt. Ja, jetzt kommen sie in den vorgeheizten Backofen bei Heißluft, 240 Grad. Ich mache das Ganze jetzt mit Dampfstoß, weil so backe ich auch das Baguette immer. Du auch, ja, gell? Ich auch. Und so wird auch das Baguette immer wirklich schön kross außen, schön fluffig und saftig innen. Ihr könnt aber, wenn ihr keinen Dampfbackofen habt, einfach ein Schälchen mit kochendem Wasser mit in den Backofen stellen. Dann hat man nämlich auch ein bisschen Wasserdampf. Also, ich hoffe, die gehen jetzt wirklich wunderschön auf. Und dann sehen wir uns nach dem Backen wieder. Ja. Die Wahnsinn. Sind Hammer. Wunderschön geworden. Mein Gott, sind die toll aufgegangen. Und es riecht so lecker.
Und wirklich, man kann, ich meine, das ist wirklich super einfach, diesen Teig zu machen. Macht einfach gleich eine Vierfachmenge. Man braucht keine Brötchen kaufen fürs Osterbrunch oder fürs Frühlingsbrunch. Richtig gut. Ach Gott, sind die schön. Und dann glaube ich, wo ist denn das Holzbrettchen? Wir hatten doch ein Holzbrett. Machen wir das hin? Oder einen schönen Teller? Okay. So, ich glaube, die sind noch ein bisschen heiß, oder? Okay. Ja, geht. Und dann so auf den Teller. Wir probieren mal, was uns besser gefällt. Gott, sind die süß. So Frischkäseküken. Und die Butter, die ist ja gefroren, die kann man normalerweise so runternehmen. Ach, wie schön. Guck dir mal. Ich glaube, der Teller ist schöner. Gell? Kriege ich ein Küken? Ich möchte das hier. Das Küken hier. Ist das das Muradl? Ach Gott. Ist das nicht süß? Mehr braucht man nicht. Bisschen Marmelade noch. Ja. Perfektes Frühstück. Also, warte. Ich weiß noch was. Ach! Dann machen wir hier oben einfach so ein Loch rein ins Brot. Und dann? Was haben wir da? Oregano. Mhm. Das sieht aus wie so ein kleines Pflänzchen. Oh mein Gott, wie süß. Das muss ich noch finden. Mega super. Süß. Ja. Sollen wir es mal probieren? Wir probieren das. Das Angerichtete, das lassen wir für unser Foto. Also ich bin gespannt, wie sie sich rauslösen lassen. Hm, vielleicht noch ein bisschen abkühlen lassen. Ja, wir lassen sie noch kurz abkühlen. Na doch, es geht super. Die sind noch ein bisschen heiß, aber es geht. Hörst du das? Unser leckeres Brot. Und es riecht lecker nach Kurkuma. Nach Kurkuma. Also ich mag Bärlauchbutter. Du? Ich nehme Bärlauchbutter. Und? Und Frischkäse. Und Frischkäse. Ja. Die Butter dann einfach rechtzeitig aus dem Tiefkühlfach nehmen. Ich meine, die wird ja relativ schnell weich. Bei uns ist sie noch ein bisschen hart, aber ist nicht schlimm. Denn unser Brötchen ist ja warm. Das riecht so gut. Mm. Traum. Mm-mm. Mehr brauchen wir nicht. Mm-mm. Mm-mm. Wäre es jetzt brutal, das Küken von hinten nach vorne? Wir arbeiten uns von hinten nach vorne. Danke. Sieht auch hübsch aus. Echt schön. Perfekt. Mhm. So gut, wirklich. Probiert es gerne mal aus für euer Oster- oder Frühstücksbuffet für den Brunch. Mhm. Super lecker. Ihr könnt natürlich auch den Teig mit, also wir haben es jetzt mit Kurkuma gemacht. Ihr könnt auch Gewürze mit dazugeben, Chili rein, getrocknete Tomaten, Walnüsse. Oliven, alles was ihr gerne habt. Probiert das Rezept gerne aus, auf sallys-blog.de findet ihr es. Ich finde, es ist eine hübsche Idee, vor allem wenn ihr eingeladen seid oder auch Gäste zu euch bekommt. Probiert es aus, markiert uns und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Das Brot geht übrigens einfacher aus den Förmchen heraus, wenn ihr das ganze Förmchen mit Backpapier belegt. Dafür nehmt ihr euch einfach ein Stück Backpapier und faltet es zur Mitte hin wie eine Tüte. Dann die Höhe ausmessen. Hier außen wegschneiden. Das Förmchen fetten. Und das Backpapier reinlegen und so ein bisschen am Rand entlang drücken. Und ihr könnt ja mal schreiben, ob euch das Format gefallen hat. Vielleicht hattet ihr es öfter mal Zeit für mich und kommt zu mir in die Küche. Gerne. Hat Spaß gemacht. Gut, ne? Ja. War lustig. Bisschen aufgeregt war ich, aber... Warum denn? Ja. Warum warst du aufgeregt? Ich weiß gar nicht, was dein Problem ist. Ich habe kein Problem. War gut mit dir. Danke. Tschüss. Tschüss.